Begib dich zu Franklins Haus. Du kannst die iFruit-App auf dein persönliches Smartphone oder Tablet herunterladen, um das Spiel für dich interessanter zu machen. Lade sie herunter, um Shop-Tricks beizubringen und dein Auto zu modifizieren. Okay, Radiosender, Channel X. Oh, Channel X hatten wir, glaube ich, auch schon. Oh yeah! Und WCTR war, glaube ich, auch schon mal da. Das war immer das, wo immer nur Glabere lief. Aber wir haben leider kein Playback-FM, wir haben kein, wie hieß denn das andere mit der Country-Musik? Okay, wir fahren zu Franklins Haus. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Oh, man, for the penis. That's exactly how I like my women. Also, er hat ein schickes Auto, das muss man sagen. Das heißt, es ist jetzt auch neu. Jeder hat so ein wirkliches persönliches Auto, was auch das Auto bleibt, auch wenn ich es irgendwo abstelle wahrscheinlich. Ist das mein Haus hier? Das ist meine Garage? Okay. Dann mal ab in die Garage damit. Speichere Fahrzeuge, indem du sie in der Garage parkst. Kennen wir auch schon. Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Never. Friseursalons sind nun verfügbar. Besuche einen Friseur, um dir eine neue Frisur verpassen zu lassen. Das blinkende Haussymbol auf dem Radar zeigt dir die Position dieses Hauses an. Hier kannst du deinen Spielstand speichern. Setz dich auf die Couch, um fernzusehen und andere Aktivitäten auszuprobieren. Franklins Gesundheit verbessert sich, wenn er über Gesundheitspakete geht oder sich an Automaten oder im Laden etwas zu essen besorgt. Wenn du in dem Bett schläfst, wird der Spielstand gespeichert und es vergeht einige Zeit. Das kennen wir auch aus GTA 4, da musste man auch nicht so, sich noch, Speichere deinen Spielstand jederzeit außerhalb einer Mission mit der Option Schnellspeichern auf dem Handy. Ah, das ist eine Neuerung. Deine Kleidung kannst du beim Kleiderschrank wechseln. Okay. Eine große Neuerung, man muss nicht mehr zum Haus, um zu speichern, sondern man kann, das war jetzt gerade ein Schock, man kann auch, wenn man nicht gerade in der Mission ist, mitten in der Spielwelt speichern. Und das finde ich super, weil früher musste man ja immer zum Haus fahren. Okay, man muss wie bei GTA 4, wenn man im Haus speichert, sich hinlegen aufs Bett, aber ansonsten einfach schnell speichern übers Handy. Okay, wir überschreiben den Speicherplatz, ja. Franklin und Lamar bestanden. Nicht ein Kratzer, Häkchen. Konzentrierter Fahrer, 5 Sekunden Sieger. Wir kommen in Frieden. Für erfüllte Missionen erhältst du Punkte basierend auf den Herausforderungen. Du kannst Missionen erneut spielen, um mehr Punkte zu erhalten. Okay, das konnte ich nicht zu Ende lesen. Ich habe das abgeschlossen auf Silber. Da gibt es dann immer so Challenges. Vom Menüpunkt Spiel aus kannst du Missionen nochmal spielen, wenn du nicht schon auf einer Mission bist. Das hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Story. Also man kann das dann nochmal machen, um eben Gold zu holen. Da waren jetzt bestimmte Herausforderungen, zum Beispiel als erster da sein oder fehlerfrei fahren und sowas. Und dann kriegt man eben extra Punkte oder eben nicht. So, das ist unser Haus. Das ist das Haus von Franklin. Was haben wir hier? Ein Bettchen. Da könnten wir speichern. Wir haben hier, ja, Trikots, ein Fernseher, eine Anlage. Das ist also sein Zimmer. Mad. Das ist das Badezimmer. Auch das ist ja schön. In rosa. Herrlich. Was haben wir hier? Das Zimmer von irgendwem anders. Wollen wir mal nicht drin rumschnüffeln. Sieht eher nach einem Frauenzimmer aus. Hier noch eine Rumpelkammer. Ist ja sehr aufgeräumt, die Bude hier. Ach, guck mal, da kann ich mein Leben auffüllen mit dem Gesundheitspaket. Ist aber voll. Dann haben wir hier die Küche. Oh, ich kann ein Bier trinken. Ja, wollen wir jetzt nicht. Aber ich könnte ein Bier trinken. Das ist auch schon mal schön. Oh, was kann ich hier machen? Achso, nur das Bier. Okay. Da hinten sitzt die Alte auf der Couch. Hier haben wir noch ein Esszimmer oder ein Wohnzimmer und sowas. Hier ist dann das richtige Wohnzimmer. Schön. Das ist also das Haus. Sollen wir mal gucken, ob wir uns umziehen wollen? Ich meine, ich werde mir alle Zeit nehmen mit diesem Spiel. Ich könnte jetzt auch durchrushen, schnell zur nächsten Mission. Aber eigentlich hätte ich fast mehr Bock, sich ein Auto zu schnappen und erstmal die Welt zu erkunden. Und deswegen kann ich mich auch jetzt einfach mal erst in Ruhe umziehen. Nein, das Handy wollte ich gar nicht. Ich wollte mich umziehen.
Okay, Outfits. Dunkler. Achso, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Was gefällt mir denn? Also, das ist mal hässlich. Ein gelbes Karohemd. Trainingsjacke, ja, die sieht ganz okay aus, finde ich. Und der dunkle Kapuzenpulli auch. Und der graue Kapuzenpulli auch. Mag ich lieber grau oder schwarz? Ich meine, da ist ein Los Santos drauf, ne? Oder zumindest ein LS oder sowas. Aber ich glaube, ich finde den grauen ziemlich... Den finde ich chillig. Sehen wir den mal an. So, was könnte man noch machen? Anzüge. Sakkos. Keine... Ja, Sakkos hat er keine. Komisch. Und Anzüge auch nicht. Hätte ich jetzt bei ihm auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Freizeitjacken, T-Shirts, Brillen, Sportsonnenbrillen, keine Brille, Straßensonnenbrillen, ah, hier. Oh yeah! Sollen wir die mal anziehen? Das sieht ja aus. Okay, dann Hüte. Ah, eine Mütze hat er auch, aber das sieht mir dann doch ein bisschen zu sehr assi-gangstermäßig aus. Ich kann also entweder fertige Outfits wählen, wahrscheinlich kann ich auch ein Outfit speichern und ich kann aber auch die Sachen einzeln aussuchen. Das heißt, ich kann jetzt hier die Schuhe wechseln zum Beispiel noch. Die finde ich eigentlich ganz cool. Nehmen wir die. Okay, dann sollen wir mal schauen. Können wir ein T-Shirt unter dem Ding auch noch, Kapuzenpullover, Hüte, Brillen, Freizeitjacken, Anzüge. T-Shirts. Keine Gegenstände. Keine Gegenstände. Okay, dann lassen wir das. Obwohl, die Brille finde ich eigentlich nicht so schön. Die ziehe ich wieder aus. Komm. Wo war die Brille? Unter was? Achso, hier geht es noch weiter da unten. Tanktops, Oberteile. Ah. Ja gut, dann ziehe ich ein schwarzes Tanktop an. Wer hat früher nicht CJ mit dem Tanktop gespielt? Ganz am Anfang ja sowieso. Wo war denn jetzt die Brille? Hüte war das, glaube ich, ne? Nee. Brillen, ach da, keine Brille. Ja gut. So, und bei den Hosen gibt es da noch eine schönere, sonst... Ah, eine silberne Jogginghose. Nee, dann lassen wir das so erstmal. Das gefällt mir schon ganz gut. Gespeichert hat er ja eben. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal raus. Kann sein, dass ich später noch Herrenbesuch kriege. Wer ist denn das jetzt? Frau, Tochter, Freundin, Mitbewohnerin? Aber Muskeln hat er ja, ne? Guckt euch die Arme an. Eieiei, gut trainiert der junge Mann. Okay. Hier sind wir. Eingehender Anruf von Simeon. Simeon, ich weiß nicht genau. The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Franklin hat einen Kontakt bei S. Begib dich zu dem Kontakt, um eine Mission von Simeon zu bekommen. So, könnte man machen. Man könnte jetzt aber auch einfach zu seiner Garage gehen und sich sein... Nein, wir lassen das Auto da stehen. Wir machen es natürlich im GTA-Style. Wir schauen uns auf der Straße um, ob uns ein Auto gefällt und dann wird sich das genommen. Wobei hier die Gegend eher so ein bisschen asozial aussieht. Wenn man sich die Wohnungen hier mal so ansieht, dann ist das hier eher so eine Assi-Gegend. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen raus hier aus dieser Wohngegend und schauen mal, ob wir nicht ein schöneres Auto finden, was wir uns mal aneignen können. Ah, nee, ist es nicht. Aber den will ich auch nicht. Taxen haben wir auch am Start. Irgendwelche Trucks. Ah, alles neue Autos. Das ist so schön. Warte mal, der rote da vielleicht? Sieht der ganz okay aus? Oder den davor? Das ist natürlich ein schickes Muscle Car. Sollen wir den mal nehmen? Komm, wir nehmen den mal. Get out of that car, bitch! Ja, der sieht wirklich schick aus. Okay, Senderauswahl, genau. Und es wird dann einfach, das Spiel bleibt nicht stehen. Also das finde ich auch ziemlich gut gemacht, dass das Spiel währenddessen ein bisschen langsamer wird. Das heißt, wenn man mitten in der Verfolgung sagt, das kann man trotzdem kurz den Radiosender wechseln und dann weiterfahren. Das ist schon ziemlich cool. Oh Leute, ich bin so glücklich. Ich hätte Lust, einfach nur durch die Gegend zu fahren. Okay, dann gucken wir uns mal im Menü um jetzt in Ruhe. Ah, da ist die Karte. Wie kann ich rauszoomen? Karte, okay, genau. So, jetzt kann ich mich bewegen und dann zoomen wir... Nein, das ist durchschalten. Zoomen, ah, okay, L2 und R2. Ah, no, ich kann nicht weiter rauszoomen. Das ist alles, soweit. Okay, wir sehen also, wir haben noch nicht viel aufgedeckt, aber die Karte soll ja riesig sein. Ich habe ja auch eine Karte beim Spiel dabei, aber die kann ich euch ja jetzt schlecht zeigen. Nur das Spiel soll ja wirklich gigantisch groß sein und wir sehen jetzt nur einen ganz kleinen Teil des Ganzen. Da wäre eine Mission bei S, Simeon. Ansonsten, was haben wir hier noch? Das sind Sachen Ammunition. Okay, wir können Waffen kaufen. Dann haben wir da eine Autowaschanlage, da ist unser Haus. Dann haben wir hier wahrscheinlich einen Bekleidungsladen. Genau, nee, ein Stripclub, okay. Dann, was haben wir noch? Ein Friseur, sollen wir mal zum Friseur fahren? Ich meine...
Wir wollten ja sowieso, da haben wir auch einen Friseur, aber wir könnten auch zu dem da oben fahren. Fahren wir hier zum Friseur und wechseln erstmal unsere Frisur. Kann ich mir einen Wegpunkt setzen? Okay. Wunderbar, einmal wenden. Ich muss sagen, die Steuerung bei GTA 4 von den Autos, die haben ja sehr viele gemocht. Ich fand die aber irgendwie etwas träge. Ich finde, die Wagen haben sehr krass nachgezogen, wenn du um die Kurve gefahren bist und so. Die Steuerung hier kommt mir bis jetzt sehr direkt vor. Also der Wagen reagiert wirklich ganz genau auf das, was man lenkt. Und der Wagen fährt sich bis jetzt ziemlich gut. Muss man dann sehen, auch wie sehr das Handling von den Wagen so variiert. Das wäre natürlich auch wünschenswert, dass eben manche Wagen sich gut steuern lassen, manche nicht so gut, dass man Sportwagen dabei hat und sowas. So, wo ist der Friseur? Parken wir mal hier und dann... Ist das ein Friseur? Ja, da ist ein Barbershop. Richtige Niggers hier vor dem Laden. Ich bin schwarz, ich darf das sagen. Also jetzt bin ich gerade schwarz. Herr Kutzberber, willkommen bei Herr Kutz. Setz dich hin und wähle eine Frisur aus, die dir gefällt. Ah, der hat sich richtig schöne Rastas da. Wie heißen die Dinger? Die heißen nicht Rastas. Keine Ahnung, diese angebundenen Cornrows heißen die, glaube ich. Okay, setzen wir uns mal hin und lassen uns einen Haarschnitt verpassen. Denn unser Kollege Lamar hat uns das ja empfohlen und das hier ist nicht so schön. Also, Frisuren, was haben wir denn so für Möglichkeiten? Wir haben jetzt $328. Das ist ausrasiert. So, dann dreifach Schienen. Warte mal, wie kann ich denn das angucken? Nee, kaufen will ich. Ach so, ich kann mir das so angucken schon. Das ist super. Bei GTA San Andreas musste man ja immer erst annehmen, dann hat er geschnitten, dann konnte man es kaufen oder wieder rückgängig machen. So, dreifach Schienen. Gewellte Seiten. Ach du Scheiße, das sieht ja schlimm aus. Schlangen, sieht auch schlimm aus. Bahnen. Star Cuts. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Das sieht lustig aus. Rollläden. Bärmen, Mellowplex, The Void, kurzer Afro, Flecht rein, rasiert. Okay, rasiert wäre dann ganz ohne. Also ich muss sagen, das sieht alles so ein bisschen komisch aus. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen The Void? Achso, warte mal, da ist hinten was drauf. Ja gut, die sind, finde ich, alle etwas sehr, sehr, sehr Gangster, also sehr, sehr Hipster-mäßig, die gefallen mir jetzt alle nicht so. Da mag ich die ganz normale Frisur eigentlich am liebsten. Das heißt, das... okay, Bärte könnte ich jetzt noch durchschauen. Gehst du zum Friseur, fragst sie, was hast du im Angebot? Und dann sagst du, nee, gefällt mir nicht. Ja, ich würde sagen, wir haben die Zeit, wir fahren einfach zum anderen Friseur und gucken mal, ob der andere Frisuren hat. Weil die finde ich ja alle sehr... Ja, etwas merkwürdig. Fahren wir mal zum anderen. Mit dem schönen Muscle-Car hier. Der sieht doch wirklich gut aus, ha? Huh? Auch nach dem realen Vorbild. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Irgend so ein Pontiac oder sowas. Keine Ahnung. Also, ich wiederhole mich nochmal. Ich werde mir die ganzen Sachen ganz in Ruhe anschauen. Also, ich werde jetzt nicht direkt die nächste Mission annehmen, sondern sowas wie jetzt hier mal zum... Oh, ein Zug. Eine Straßenbahn. Yeah, es gibt Straßenbahnen. Ist das Hammer. Los Santos Transit. Meint ihr, man kann damit auch fahren? Cool wär's. Und unten sehe ich jetzt auch, dass das Ziel noch 1,7 Kilometer entfernt ist. Also, ich werde mir die Zeit nehmen. Ich werde auch mal zum Friseur fahren. Wir werden durch die Stadt fahren. Wir werden ganz in Ruhe uns alles angucken und uns die Zeit nehmen. Denn das gehört auch dazu. Man muss die Stadt erleben. Man muss sich auch die Zeit nehmen für so ein Spiel. Es wird wahrscheinlich, falls überhaupt noch mal ein GTA kommt, wieder Jahre dauern. Das heißt, man muss es genießen und nicht jetzt in einem Tag durchsuchten. Oder seid ihr anderer Meinung? Ich bin ganz klar dieser Meinung. Guckt euch da die ganzen Autobahnen an, ist ja riesig hier. Oh shit, Idiota! Ah, der sieht auch ganz schick aus da, der kleine Weiße. Sieht fast aus wie ein Scirocco oder so. Sollen wir den mal nehmen? Doch, das ist doch ein Scirocco, oder? Obwohl, von hinten sieht er anders aus, aber von vorne... Dinka Blister, Kompaktwagen. Doch, von vorne, finde ich, sieht er aus wie ein Golf oder ein Scirocco, aber von hinten nicht so ganz. Okay, dann fahren wir mal weiter Richtung Friseur. Ach, Idiot! Oh, Moment. Audi 8. Aussteigen. Erstmal zupacken, damit er nicht abhaut. Das kennt man, mache ich immer so. Und dann den Wagen nehmen.
Obwohl, der Jeep ist auch geil. Ich kann mich gar nicht entscheiden, meine ganzen Autos, ey. Meine Güte. Ey! Bleibst du wohl stehen? Ihr habt das nicht gesehen. Oh, yeah. Ja, er will sich das Auto wiederholen. Nö. Tschüssi. Wuhu. Oh, Leute, ich bin so glücklich. Ist das geil. Und die Sonne geht unter. Wird es jetzt Nacht? Haben wir richtigen Tag- und Nachtwechsel auch? Ja, ne? Wahrscheinlich. So, hier haben wir den Friseur. Ich muss jetzt gucken, ob das... Ah ne, auf der anderen Seite. Also die Frage ist, ist das ein anderer Händler? Wenn das auch wieder Herr Kurz ist, dann hat er wahrscheinlich dieselben Frisuren. Vielleicht gibt es aber ja auch verschiedene Läden. Ah, jetzt haben wir da so ein... Ist das der, den der Dingens gefahren hatte? Ist das der Aston Martin? Ne, das ist noch ein anderer. Sieht eher aus wie ein Porsche oder so. Steigen wir da mal ein. Oder ein Ferrari? Ich glaube fast, das ist ein Ferrari. Grotti Carbionage oder so. Das sieht fast aus wie ein Ferrari. Grotti. Ja, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Ferrari. Ihr könnt ja mal immer schreiben, was ihr meint, welcher Wagen das in echt sein soll. Jedenfalls haben wir hier Hot Shave. Vielleicht hat er ja andere Frisuren. Ich parke mal meinen schönen roten Ferrari hier und gehe mal rein. Ja, genau. Schönen guten Tag. Und sonst nehmen wir einfach irgendwie... Ah, okay, nein, sind dieselben Frisuren. Okay, ein Versuch war es wert, dann lass mal schauen. Nehmen wir uns einen anderen oder nicht? Ich finde, das zum Beispiel verändert das Aussehen vom Charakter zu sehr. Der sieht dann nicht mehr aus, wie er aussehen sollte. Ein kurzer Afro wäre noch okay. Und das mag ich an sich vorne, aber dann hinten dieses Ding drin, naja. Sollen wir mal einfach, ich meine, ich mag die normale eigentlich am liebsten, aber wenn er sagt, wir sollten uns mal eine schönere aussuchen, dann... Oder wir nehmen einfach hier diese komischen Schienen da. Ja, komm, nehmen wir mal die Schienen. Mit der Schere kann die rasieren, das ist aber cool. Respekt. Okay, und dann bei den Bärten, was haben wir da? Guckt euch den an. Also fast schon so ein Taliban-Bart hier. Aber das kann man mal nehmen, stoppeln. Die kann uns die Stoppeln dran schneiden. Finde ich super. War aber auch bei San Andreas schon so. Wie soll man es auch anders machen? Man kann ja schlecht irgendwie wachsen lassen. Yep, I like. Dankeschön. Jetzt sehe ich ein bisschen ungepflegter aus mit dem Bart. Ah, was kann ich hier machen? Ach so, nee. Bart ändern, okay. So, dann mein Auto steht noch da. Ah, guckt euch da den Sonnenuntergang. Ah, okay, er kann auch reinhüpfen. So, wie war das jetzt mit dem Cabrio-Dach? Ah, das Radio kann ich auch ausmachen. Licht anmachen. Und das war... Hey, aber wieso... Wie ging denn dann das mit dem Cabrio-Dach? Oh! Nein! Zeigt er gerade tatsächlich einen Stinkefinger? Ist das geil! Wir können den Stinkefinger zeigen im Auto und zwar allen. Nach rechts, nach vorne. Nee, fuck you, nigga! Ist das geil! Oh, ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon, das Spiel. Oh mein Gott. Und ich liebe das Auto. Hört euch das an. Mal eben das Radio ausmachen. Ah ne, damit wechsle ich und wenn ich gedrückt halte. Ach so, nee, ich kann durch. Ah, okay, ich kann durchswitchen. Und dann irgendwann bin ich dann bei Radio aus. Okay, ich will nur mal eben den Sound anhören.